Kein Mensch der Welt ist dreimal so stark wie ich. Kein einziger. Vermutlich in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, das gilt für so ziemlich jeden einzelnen Lift. Mein Maximum im Kreuzheben war 200 Kilogramm. Der Weltrekord ist knapp über 500. Niemand hat je 600 Kilogramm. Raw, okay? Kein Gürtel, keine Handwrap, kein gar nichts. Nur Hantel heben. Bankdrücken, so 110. Ja, da gibt es Leute, die dreimal so viel mögen. Aber das ist dann auch mit sehr spezieller Bankdrücktechnik. Mein Clean and Jerk Maximum, also vom ganz nach unten nach ganz oben, 105. Kein Mensch in der Geschichte hat jemals 300 Kilogramm gestemmt. 264 ist der Weltrekord. Gut, also knapp zweieinhalb Mal so viel. Ha? Ich kann Captain of Crush Nummer 2 schließen mit 90 Kilogramm Widerstand. Nur 7 Menschen in der Geschichte konnten den Nummer 4 schließen, der doppelt so anstrengend ist. Was haben wir noch so? Ha? Kniebeugen gibt es auch keinen, der dreimal so viel hat. Ich kenne keinen Lift sogar, wo jemand mehr als dreimal so viel hat, abgesehen vom Bankdrücken. Über alles gesehen, zweimal so viel Kraft wie ich. Da gibt's ein paar, gibt's eine Handvoll auf der Welt, die doppelt so stark sind wie ich oder mehr. Und deshalb glaube ich, die könnte ich auch mit Kampfkunsttechnik überwinden. Gute Technik kann doppelt so viel Kraft überwinden. Ich glaube, die Leute unterschätzen auch ein bisschen, was es bedeutet, doppelt so stark zu sein wie jemand anderes. Das ist ein absolut irrsinniger Unterschied oder dreimal so stark. Also ich habe hier in meinem Training 6-Jährige, die können mir meine Kettlebell hochheben. Ich verbiete ihnen immer, aber die ist 28 Kilogramm. Die sind vielleicht selbst 20 bis 30 Kilogramm und können das Ding heben. Das kannst du dir vorstellen, wenn du dreimal so stark bist und 90 Kilogramm hebst, dann bist du ungefähr dreimal so stark wie ein Kindergärtner. Also der Kraftunterschied, doppelt oder dreimal so stark zu sein, wie jemand anderes ist, fast unvorstellbar für die meisten Leute. Die erleben fast nie so einen extremen Kraftunterschied. Also ich fühle mich da nicht sehr stark dabei, dass es andere Männer gibt, die mehr als doppelt so stark sind wie ich. Ich wünsche, dem wäre nicht so. Ich weiß, ich bin ziemlich stark, aber das ist, dass niemand dreimal so stark ist wie ich, ist ein kleiner Trost in meiner Wunde. Aber dass es Männer gibt, die mehr als doppelt so stark sind wie ich, ist eine sehr unangenehme Realität in meiner Welt.